Mein Name ist Jane Ulle. Ich leite das Referat Industrie und Innovation in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Wir sind unter anderem zuständig für die Innovationspolitik des Landes Berlins, wie sie sich in der regionalen Innovationsstrategie manifestiert und die wir gemeinsam mit unserem Nachbarland Brandenburg im Jahr 2011 entwickelt haben und seitdem gemeinsam umsetzen. Wir begleiten die Umsetzung dieser Strategie mit einem sehr breit gefächerten Förderinstrumentarium, mit dem wir die Innovationskraft der hier ansässigen Unternehmen stärken wollen. Das heißt, wir sind fachpolitisch zuständig sowohl für die Konzipierung als auch Implementierung und Umsetzung von Innovationsfördermaßnahmen, zu denen eben dann auch die VC-Fonds gehören. Gerade innovative Unternehmen in den frühen Unternehmensphasen sind bei der Entwicklung ihrer Produkte, ihrer Innovationen und der anschließenden Markteinführung auf externe Finanzierung angewiesen. Wir blicken auf eine schon lange Tradition und zurück und haben schon sehr viel Erfahrung sammeln können. Im Jahr 2004 haben wir die VC-Fonds erstmals mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingeführt. Ich selbst war damals bei der EFRE-Verwaltungsbehörde tätig und genau zuständig für die Einbindung dieses neuen VC-Fonds in das operationelle Programm. Wir waren, als das Land Berlin war, eins der ersten Bundesländer, die überhaupt solche Finanzierungsinstrumente mit EFRE-Mitteln aufgelegt haben. Es gab damals deutschlandweit und ich glaube auch europaweit nur sehr wenige Erfahrungen mit solchen Finanzinstrumenten. Wir haben aktuell zwei VC-Fonds, schon in der dritten Fondsgeneration, einen für die Förderung von Tech-Gründungen und einen speziell für den Bereich der Kreativwirtschaft. Die EFRE-Verwaltung Die Verwaltungsbehörde hier im Land Berlin trägt die Gesamtverantwortung für das operationelle Programm des EFRE. Sie hat ihre Aufgaben für den Programmteil der VC-Fonds an uns delegiert. Deswegen übernehmen wir die Funktion der sogenannten zwischengeschalteten Stelle. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen für den ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Einsatz der EFRE-Mittel gemäß den Strukturfondsverordnungen. Wir sind zuständig für die Einrichtung und Ausgestaltung des Finanzinstrumentes. Dazu haben wir ein Fondskonzept aufgelegt und verbindliche Beteiligungsgrundsätze entwickelt. Wir sind zuständig für die Auswahl der Stelle, die das Instrument umsetzt. Das heißt, in unserem Fall im Land Berlin haben wir die mit dem Management der VC-Fonds die IBB Beteiligungsgesellschaft, die kurz gesagt auch IBB Ventures, beauftragt. Mit ihr haben wir dann die sogenannte Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Sie investiert also, sie hat die Aufgabe, das Fondskapital zu investieren unter Berücksichtigung der Beteiligungsgrundsätze, die verbindlich festgeschrieben worden sind. Die Zielgruppe unserer VC-Fonds sind ja innovative, technologieorientierte Startups und auch Startups aus der Kreativbranche. Diese Zielgruppe war in unterschiedlichen Bereichen teilweise sehr stark von der Corona-Krise betroffen. Und deswegen war es für Berlin sehr gut, dass wir für unsere VC-Fonds, für den Technologiefonds ebenso wie für den Kreativfonds Mittel aus der EU-Aufbauhilfe, dieser REACT-EU-Initiative, zusätzliche Mittel einwerben konnten. Für den VC-Fonds Technologie haben wir 13 Millionen Euro zusätzlich bekommen für Engagements und für den Kreativwirtschaftsfonds 9 Millionen Euro. Damit konnten wir diese schwierige Finanzierungssituation, in der jetzt die Startups stecken, etwas abmildern. Seit einigen Jahren gewinnt auch das Thema Impact Investing, auch im Bereich der Frühphasenfinanzierung mit Venture Capital an Bedeutung. Und wir planen deswegen für die kommende EFRE-Förderperiode, also ab 2022, um genau zu sein, bis 2027, die Einrichtung eines neuen dritten VC-Fonds, der sich genau um diese Finanzierungsangebote rankt, also Impact Financing betreibt. Das heißt, wir wollen dann genau Startups fördern, die neben ihren wirtschaftlichen Interessen auch praktisch einen messbaren Beitrag zur Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. Und ich würde sagen, das ist dann auch noch ein weiterer Baustein auf unserem Weg zu einer führenden Innovationsmetropole hier in Europa, um Lösungen eben für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Alles in allem würde ich sagen, dass die Entscheidung, VC-Fonds mithilfe der EFRE-Mittel aufzulegen, genau die richtige Entscheidung für Berlin war. Das hat sich gelohnt für die Start-ups, aber auch für die Region, für das Land Berlin.
Und deswegen werden wir dieses Erfolgsrezept auch fortführen in der neuen EFRE-Förderperiode und weitere Fonds mithilfe von EFRE-Mitteln auflegen. Und meine Empfehlung geht an alle anderen europäischen Regionen, die EFRE-Mittel bekommen, das ebenso zu tun.